Hallo ihr süßen Puppis, willkommen zur aktuellen Nuttennachlese live aus dem Backstage des Rauschgoldes. Letzte Woche war ich leider nicht da, weil ich war krank und ich habe auch keine Nachlese online stellen können, aber manchmal ist halt auch ein Topstar krank. Es tut mir sehr, sehr leid, aber ich bin heute wieder für euch da. Wunderbar. Als allererstes hat Heidi ein Shooting veranstaltet und zwar in so einer Crystal Meth Abbauhalde bei Los Angeles. Riesige Berge von Crystal Meth waren da, ja, und da waren sie an so einem Kran dran, ne? Und das Shooting war natürlich geshootet von einem wahnsinnig berühmten Fotograf. Der hat schon alle Covershootings gemacht, die ein Fotograf nicht machen möchte in seiner Karriere. Also ich habe auch von dem noch nie gehört, aber der muss super sein. Und dann hatten die Models so ein ganz interessantes Make-up. Also das, die haben hier so weiße Kreuze im Gesicht gehabt. Das war so aus Concealer. Also so Concealer-Make-ups. Oder auch andere sahen aus, als ob sie ihr Gesicht in so eine Fritteuse reingehalten haben. Und da haben die hier so Verbrennungen gehabt überall. Also es war wirklich, Boris Entrum hat wieder alles gegeben. Dann war da eine, die hat ihre ganzen echten Haare wurden so nach oben gebunden. Und dann hat die hier überall an der Seite so kahle Stellen gehabt. Überall so ganz kahle Flecken. Und da frage ich mich doch, wie kann man denn diesem armen Mädchen so eine Frisur machen? Da würde ich dir doch einfach eine Perücke auf den Kopf setzen. Was ist da los bei GNTM? Dann hat natürlich geweint, oben auf der Schaukel. Heidi hat gesagt, jetzt hör auf zu weinen, jetzt mach doch mal mehr Fuß, mehr Bein, mehr Gesicht, mehr Body. Und ja, da hat Heidi wieder natürlich mal 100.000 Euro extra verdient. Das steht ja in dem Exklusivvertrag mit ProSieben drin, dass pro Mädchen, das weint, verdient die mehr Geld. So, Team Schwarz hat gewonnen. Team Schwarz ist von Thomas Hayo, die fliegen alle nach New York. Und Team Weiß hat verloren und die fliegen alle nach Miami. So, wir sind jetzt aber erstmal in New York mit Thomas Hayo. Und da gibt es jetzt natürlich Castings für diverse Magazine. Und da waren sie bei so einem Casting, alle drei Chief Editors oder wie die heißen oder keine Ahnung, wie heißt sowas? Fashion Consultant oder irgendwie sowas. Ja, also alle drei. Es war ein Junge, der war sehr, sehr schwul. Dann ein Mädchen mit so ganz blonden Locken und so ein anderes Mädchen mit so einem Mittelscheitel und so wie meine Frisur, nur noch hässlicher. Und dann auch ein ganz blond. Alle drei sahen aus, als ob sie hier in Berlin in Neukölln wohnen und über die Weserstraße flanieren und dann auf so coole, angesagte, queere Partys gehen, so mit politischem Hintergrund auch so und so und sich halt gerne auch bei Secondhand-Stores die coolen Pieces rauspicken und so und das dann auch gut kombinieren können und so. So, und der eine hat gewonnen bei dem Casting und zwar die hat so eine ganz schlimme Sauerkraut-Dauerwelle. Die sieht aus wie Patricia Blanco oder als ob die so einen Pott Yam-Yam-Nudeln auf dem Kopf hat. Ja, also letzte Woche beim Umstyling, da haben die ganze Arbeit geleistet. Die hat gewonnen. Dann sind wir jetzt in Miami mit Michael Michalski. Michalski hatte, der kam dann in so Radlerhosen auf das Hotelzimmer der Girls und hat die dann alle zum Sport abgeholt, weil nämlich es stand an, ein Casting für das Sportmagazin Shape. Und dann hat Michael Michalski, der ist ja an sich per se schon der sportlichste Mensch, den ich jemals kennengelernt habe, eigentlich legt er sich immer nur hin und lässt machen, ja? Und Fisting ist auch Sport. Der hat dann mit denen Sport gemacht am Strand. Und ich frag mich, was ist eigentlich mit Michael Michalskis Lippen los? Der hat hier unten, hat er hier so, der hat sich hier so links und rechts, hat er sich das so unproportional aufspritzen lassen. Es sieht immer aus, als ob der gleich kotzen muss. Dann waren sie aber vom Strand gleich ihren Sportklamotten, sind sie gleich in so einem Park in Miami zum Sportcasting für die Shape. Nur Michael Michalski, der hatte noch Zeit, sich umzuziehen. Hat dann so eine ganz süße Bermuda-Shorts angehabt mit so einer Vierknopfleiste und ganz süß und so. Und da war dann das Casting und so. Und mich wundert ja auch ein bisschen, dass bislang alle Leute, wo sie bei Castings sind, die sprechen alle Deutsch. Wir sind ja in Amerika, wundere ich mich. Vielleicht drehen sie gerade wieder alles nur in der Greenbox, damit es preiswerter ist. Aber gut. So, und da hat dann eine gewonnen, die sieht aus wie Lucy von den New Angels. Die hat gewonnen, die freut sich total. Und dann sind wir wieder zurück im Hotel.
Ja, noch und Michalski ist dann auf die Zimmer gegangen zu so einem Emotional Talk. Weil der wollte jetzt nochmal Einschaltquote machen und wollte jetzt mal so ein bisschen was rauspfeffern. Und hat dann die Mädels gefragt, wie sie denken, wer eigentlich die schlechteste und unmotivierteste von allen ist. Und da haben alle gesagt, es ist diese Dunkelhäutige mit den Locken, die halt die Prollschlampe. Also die war ja, die ist ja mega prollig. Und die war natürlich total so, die hat so einen mega Hass gleich in Augen gehabt. Die ist halt so mega aggro, so passiv-aggressiv. Und das hassen wir ja alle. Und alle rauf auf die mit den Locken. Ja, und dann war erstmal Werbung. Nach der Werbepause waren wir wieder in New York und da waren die Mädels bei einem Casting für das Magazin Fashion Avenue. Und die Chefin der Fashion Avenue war so eine ganz, ganz strenge Frau. Die sah aus wie Matriarchin besser gesagt, des Michael Jackson Clans. Sie war mega streng und alle Models hatten total Angst vor der. Da sind dann drei Nutten sind dann da weitergekommen und dann war so eine Dicke von den Models. Die sieht aus wie so Monchichi im Gesicht mit so kurzen süßen Haaren, so blond und sehr fusselig und so. Die hat total geweint. Und die Tränchen, die kullert nur aus dem Gesicht runter, weil sie halt irgendwie nicht weitergekommen ist. Und was soll denn das alles? Und es ist alles so gemein und auch so unfair auch. Die ist jedenfalls nicht weiter. Schade. So, back in Miami. Da haben wir jetzt das Shooting mit der Shape, mit dem Shape Magazine. Und da hat ja gewonnen, hat diese, die aussieht wie Mel B von den Spice Girls. Sie hat das Shooting gewonnen und die hat es dann so total sporty gemacht. Gar nicht edgy, sondern eher so ein bisschen editorial und so. Sie musste viel Auge machen, aber nur ein bisschen Smile. Das war halt auch dann so eine leichte Herausforderung auch nochmal. Und nach dem Shooting ist dann Michael Michalski mit seinen Girls auf so ein Zimmer gegangen und hat denen dann mal gesagt, welches Mädchen aus dem anderen Team, aus dem Team Thomas Hayo, voll cool ist und so. Und hat denen mal gezeigt, was die alles so können. Da war dann diese eine Kurzhaarige, die hat vorher, glaube ich, so ganz, ganz langes, blondes, schwarzes Haar vielleicht. Ich glaube, das hatte so ganz kurze, blonde Haare und sieht jetzt aus wie so ein Ratiofarm-Zwilling, weil das sind ja zwei kurzhaarige Blonde in dieser Gruppe. Und die hat dann auch wieder geweint, weil sie die Kritik gar nicht verstanden hat. Und was will denn der Michael von ihr? Und oh Gott, das ist alles so gemein. Dann gab es nochmal so einen kleinen Psychotalk mit Michael Michalski und da hat er dann mal gesagt, dass es halt auch total wichtig ist, dass man das alles ernst nimmt und so und dass man auch die Konkurrenz annimmt und davon auch lernen kann. Und dann die Yusra. Yusra ist diese Prollschlampe, die war ja schon vor der Werbepause so eine mega, mega angepisste. Die war mega angepisst. Hat dann gleich wieder gesagt, ja, sie weiß überhaupt nicht, was das jetzt hier soll, warum der Schwule sie da so kritisiert. Ja, der Michael Michalski, die hat doch alles richtig gemacht und so und die hat keinen Bock mehr. Hat sie dann das Zimmer verlassen, hat erstmal auch ein bisschen geheult. Heidis Kasse klingelt. Und dann hatten sie noch schnell das Shooting für dieses Magazin, wo diese drei Chief Editors aus Neukölln die Chefs sind. Und da haben sie so ein Shooting gemacht, da vor so einem Glitzerhintergrund. Es sah aus wirklich wie auch in der Weserstraße, in so einem Künstleratelier. Das hätte auch so ein Shooting für die Siegessäule sein können. So, wir sind zurück nach der Werbung. Wir sind jetzt in New York und wir sind jetzt beim Fashion Avenue Shooting mit der Chefin des Jackson Clans. Und da haben sie total das edgy Shooting gehabt und Thomas Hayo hat dann nochmal gesagt, es geht bei diesem Shooting um die totale Edginess. Ganz, ganz wichtig. Da mussten diese drei Gewinnerinnen mussten auf so einem Motorrad posen und die Einzige, die mitkommen durfte, obwohl sie nicht im Shooting mit dabei war, war diese Monchichi-Hollsuse. Ich glaube, die heißt Jennifer. Jennifer hat ProSieben mit dazugesetzt, damit dann Jennifer lästern kann. Und Jennifer war schon wieder total, total sauer, weil die nicht mit dabei sein durfte und so. Und der hat dann gleich gesagt, mein, was soll denn das alles? Langweilig. So, bei dem Shooting von den dreien hat dann eine gewonnen. Die sah aus wie Susanne Atwell. Kennt ihr vielleicht noch, mit dem Pony hier so. Die hat gewonnen und kommt jetzt aufs Cover der Fashion Avenue.
Und dann sind wir jetzt schon wieder zurück in Los Angeles zum großen, großen, großen Entscheidungswalk. Ja, Jennifer, das weinende Monchichi, alle Models denken mittlerweile, dass sie halt dem Model-Business also gar nicht gewachsen ist und so, weil die ist halt so fragil auch und so und die schafft das nicht. Vorher hat aber Heidi nochmal ein privates Lauftraining gegeben mit einer, die hat so ganz lange schwarze Haare, war bestimmt eine Perücke, weil die konnte gar nicht laufen. Da hat Heidi dann wieder gezeigt, wie es geht, halt links, rechts, links, rechts, links, rechts, links, rechts, Pose, umdrehen, links, rechts, links, rechts, links, rechts, links, rechts, ab. Ja, wahnsinnig schwierig und nach 3 oder 4 Malen konnte die das dann und dann hat sie, es ist ein Zitat, dann hat sie gesagt, ich kann laufen jetzt. Wow. So, in der Jury für den finalen Catwalk war so eine Gastjurorin, keine Ahnung, wer das ist, aber das ist so eine ganz aufgespritzte gewesen. Also, ihr wisst ja alle, heute lässt man sich ja nicht mehr liften, sondern man lässt sich halt so Filler unterspritzen. Eine ganz, ganz pralle Frau. Ein pralles Gesicht, alles ist prall. Und die ist irgendwie so total Fachfrau für den Fashion Walk der Entscheidung. Und da sind dann irgendwelche sind dann weiter. Und dann war so Feuer und Nebel und alles total spektakulär und so. Und dann war schon wieder Werbung. Jennifer kam jetzt zum Catwalk. Das ist diese dicke Heulsuse, das Monchichi-Mädchen. Und die ist leider raus. Und da hat sie total geweint, weil damit hat sie gar nicht gerechnet, aber die ist raus. Und ich sag euch, warum sie weint, weil die muss jetzt das Rückfahrticket nach Deutschland muss sie selber bezahlen. Die arme, arme, arme Fette. Dann sind irgendwelche sind weiter, keine Ahnung. Und dann war so eine andere mit so einem rothaarigen Pony, hier so ein Pony, die ist raus. Die war zu edgy. Die hat dann geweint natürlich, weil sie es gar nicht versteht und die hat sich da total auch bemüht und so. So, dann kam der Walk der Prollschlampe, ja, die sich ja dauernd beschwert hat, die hat sich dann entschuldigt bei der Jury, weil sie halt irgendwie auch unfair war und so und jetzt auch irgendwie jetzt gecheckt hat, dass man so halt auch nicht arbeiten kann. Und der Michael Michalski, der war dann so gerührt davon, dass sie sich entschuldigt hat, der hatte selber ein Tränchen im Knopfloch und hat ihr dann umarmt und die ist weiter. Und da war noch so eine andere Schwarzhaarige, die braucht Bedenkzeit. Die hat dann gesagt, hey, ich weiß nicht genau, ob das Germany's Next Topmodel für mich das Richtige ist. Ich brauche noch Bedenkzeit. Und da hat Heidi gesagt, okay, machen wir erstmal eine Werbepause. Kloppen wir nochmal eine Werbepause rein und dann gucken wir weiter. Thomas Hayo war mit der unentscheidenden Nutte hinten. Der hat sie nicht nochmal blasen lassen. Hat dann gesagt, überlegst du jetzt nochmal, ist voll wichtig und so, dass du jetzt hier weitermachst. Und es war dann voll der emotionale Moment. Dann ist er wieder zurück zur Jury und Heidi hat dann so gesagt, oh, was ist denn jetzt mit der? Und das ist ja noch nie passiert. Die Aufgespritzte, die prallte auf. Und dann kam die Unentschlossene wieder nach vorne und hat dann gesagt, ja, okay, ich mache halt dann doch weiter und so. Und alle waren total glücklich und so. Und dann gab es Schreiküsschen. Und dann war eigentlich auch die Folge auch schon vorbei. Hat auch gereicht. Wir sehen uns nächsten Donnerstag wieder, ihr süßen Mäuse. Edit mich auf Facebook, Instagram, Google+, Tumblr, Twitter und MySpace. Und wir sehen uns im Internet. Bis dann. Bye. Sharing is caring. Ha ha ha.